nichts. Ja, diese Begeisterung war am vergangenen Mittwoch allgemein anzutreffen beim Europapokalspiel in Brüssel. Nun allerdings kann Fußballleidenschaft und Fernsehen auch recht unangenehme Folgen haben. Diese Drehbänke in einem Betrieb in der Nähe von Bonn stehen jedenfalls heute leer. Die Männer, die dort gearbeitet haben, sind fristlos entlassen worden. Zwei von ihnen, Herr Bach und Herr Gassen, wie kam es dazu? Ja, es war folgendermaßen. Ich habe morgens um 7:30 nach Arbeitsbeginn habe ich den Meister gefragt, kann ich heute eine halbe Stunde früher gehen? Und er sagte ohne weiteres, ja, Sie können gehen. Sie haben nicht gefragt wegen des Fußballspiels? Nein, ich habe nicht wegen des Fußballspiels gefragt. Und die anderen Arbeitskollegen, die sind dann kurze Zeit später, sind die auch gegangen und haben gefragt. Und ihnen hat er natürlich gesagt, das geht auf keinen Fall. Und kurze Zeit später sagte er mir dann, Sie können auch nicht gehen. Da hatte sich also schon rund gesprochen, warum man früher gehen wollte. Ja, ja, natürlich. Ich war natürlich was schockiert, denn er hatte mir ja zugesagt, dass ich gehen konnte. Und ich sah das nicht als richtig an, dass er jetzt kam und sagte, Sie können auf einmal nicht mehr gehen. Ja, ja, aber Sie, Ihnen wurde es gleich abgeschlagen. Gleich wurde ich zum Obermeister gehen, er wäre da nicht kompetent für. Und da haben wir mit dem Obermeister verhandelt und er sagt uns, wir dürfen nicht gehen. Der Chef hat am Tag vorher bei einer Versammlung ihnen gesagt, es dürfte keiner zum Fußball spielen. Ja, und es gab in dem Betrieb doch auch einen Anschlag am schwarzen Brett, dass es nicht erlaubt sei, bei solchen Fußballspielen früher den Arbeitsplatz zu verlassen. Er hatte vor längerer Zeit wie in einem anderen Spiel dort. Ja. Mit dem Zusatz, dass man auch kein Radio hören durfte, dass das auch zur fristlosen Entlassung führen wird. Nun kurz gut, Sie sind gegangen und Sie sind fristlos entlassen worden. Sie haben Sie das erwartet? Nein, auf keinen Fall, ja. Wir hatten mit einer Strafe, Abzug der Prämie oder sowas gerechnet, aber nicht mit einer fristlosen Entlassung. Fühlen Sie sich denn nun im Unrecht? Teils, teils. Teils, teils. Ich meine, wir sind nicht ganz im Recht, wir haben die Betriebsordnung verletzt. Aber eine fristlose Entlassung finden wir zu hart. Herr Hagen, als Inhaber dieser Firma haben Sie die fristlosen Entlassungen ausgesprochen. War das nicht etwas zu hart? Die fristlosen Entlassungen habe ich nach reiflichen Überlegungen und nach Verhandlungen in den verschiedensten Kreisen des Unternehmens ausgesprochen. Hätte man es nicht so einrichten können, dass man diesen Leuten an diesem Tag, an dem es wirklich ein dramatisches Fußballspiel gab, das mit viel Spannung erwartet wurde, dass man ihnen eine halbe Stunde früher hätte freigeben können? Gewiss, man kann einen Betrieb eine halbe Stunde früher schließen, aber welche Folgen hat das? Jedes Zusammenleben erfordert Disziplin, auch das Zusammenleben im Betrieb. Ein wirtschaftlicher Fertigungsprozess kann nur dann zustande kommen, wenn alle an diesem Prozess beteiligten Mitarbeiter ihre Pflicht tun. Es sind 6 Männer betroffen, einige haben Familie, es sind 5 Dreher und ein Schweißer. Hätten Sie nicht im Betrieb einige Fernsehgeräte oder zu wenigsten ein Rundfunkgerät aufstellen können, dass man dort das Spiel hätte verfolgen können? Die Gefahr am Arbeitsplatz, ein Rundfunkgerät oder Fernsehgeräte aufzustellen, bringen sehr große Gefahren mit sich. Sie haben 6 Fachkräfte verloren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Sie leicht ist heutzutage. Das trifft schon zu. 6 Fachkräfte, besonders Werkzeugdreher, zu verlieren. Denn wir haben in unserem Betrieb etwa 20 Werkzeugdreher und davon 5 zu entlassen. Daran mögen Sie erkennen, dass es nicht leicht gefallen ist, diese Entscheidung zu treffen. Herr Schmitz, Sie sind in diesem Betrieb der Betriebsratsvorsitzende. Was sagen Sie nun zu der fristlosen Entlassung Ihrer Arbeitskollegen? Ja, das war ein schwerwiegender Fall. Nee. Und man hatte das ja von Seiten der Geschäftsleitung auch nicht vorgehabt, die Leute zu entlassen. Aber? Ja, die Leute sind bei einer Rücksprache, haben die wenig Reue gezeigt, sind im Gegenteil noch ein bisschen aufsässig geworden. Und die Geschäftsleitung sah keinen anderen Ausweg. Haben Sie selbst das Fußballspiel auch gesehen? Jawohl. Sind Sie fußballbegeistert? Also jawohl, ich bin fußballbegeistert. Und wo haben Sie es gesehen? Haben Sie früher Schluss gemacht? Nein, ich habe bis 17 Uhr gearbeitet. Ist die allgemeine Arbeitszeit bis 17 Uhr? Bis 17 Uhr. Ja, und um 17 jawohl. Uhr begann ja auch das Fußballspiel. Ja. Soweit also die Folgen eines mit allzu großer Spannung erwarteten Fußballspiels. Nun, Herr Simons, Sie sind von der Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Und diese Landesvereinigung hat sich auch ihre Gedanken gemacht, wie man in Zukunft ähnliche Vorkommnisse von vornherein ausschalten kann.
Der Fall, über den wir uns heute unterhalten, in Hangela, ist arbeitsrechtlich klar. Die 6 Leute sind mit Recht entlassen worden. Das ist bedauerlich. Wir hoffen, dass derartige Fälle nicht mehr vorkommen, vor allem darum, weil wir glauben, dass bei den zukünftigen Spielen die Arbeiter die Arbeitsplätze nicht verlassen. Wir hoffen aber auch, dass die Spiele in den nächsten Monaten so spät angesetzt werden, dass sie nicht in die Arbeitszeit fallen. Darüber hinaus wäre es zu begrüßen, wenn das deutsche Fernsehen die Spiele nicht während der Arbeitszeit überträgt, sondern nach der Arbeitszeit. Aber ich glaube, es ist doch gerade der Reiz des Fernsehens, dass man solche Spiele direkt überträgt und nicht erst in Filmaufzeichnungen oder überhaupt in Aufzeichnungen. Ich glaube, der wirklich sportlich interessierte Mann, dem macht es Spaß, das Spiel in Einzelheiten zu verfolgen, auch wenn er das Ergebnis weiß.